Hallo meine Retro-Freunde, hallo meine Freunde der 80er und 90er, hallo meine Spielzeugfreunde. Heute gibt es ein ganz besonderes Unboxing. Und zwar, ihr seht es hier schon vor mir und ihr habt es ja wahrscheinlich auch am Titel und am Thumbnail schon gesehen. Ich habe mir einen Power Master Optimus Prime gegönnt. New Optimus Prime is here. I transform Optimus. Power Master Optimus Prime, greatest leader of his time. It's great to be back. Now Optimus Prime is back as a Power Master. He only transforms when his Nebulon becomes his engine. Power Master Optimus Prime. Look, Optimus is transforming into a super robot. Power Master Transformers. Wie fange ich am besten an? Power Master Optimus Prime war eins dieser Spielzeuge aus meiner Kindheit. Ich kann euch ehrlich nicht sagen, jetzt ohne zu googeln, wann die erste Transformers Toyline hier in Deutschland erschienen ist. Fakt ist, als ich in der Schule war, und das müsste 1987, glaube ich, gewesen sein, wenn ich nicht lüge, gab es für mich und für alle anderen in den Geschäften nicht unbedingt die original erste Welle der G1 Transformers, soweit meine Erinnerungen reichen. Für uns war dieser Optimus Prime der erste und der einzige Optimus Prime. Denn, falls ich jetzt dran denke, hier irgendwo was einzublenden, es gab ja noch den Original G1 Optimus Prime. Das hier ist der Power Master Optimus Prime. Und wer jetzt fragt, was heißt Power Master, ist eine blöde Geschichte, wird jetzt den Rahmen sprengen. Es gibt ja die Original Transformers Serie und es erschien dann in Japan, glaube ich, noch anschließend an diese Original Transformers Serie die Serien Headmasters, Master Force und Victory. Die kam nie offiziell nach Amerika oder so. Es gab mal eine Übersetzung, eine schlechte Übersetzung ins Englische für, weiß nicht, malaysisches TV oder irgend sowas. Ist, wie gesagt, sprengt den Rahmen. In der Serie Master Force kam dieser Power Master Optimus Prime in Form von, ich glaube, Jinray oder so, Ginjay, irgend sowas vor. Ja, der Punkt, ich weiß es, ich kenne jetzt nicht mal den storymäßigen Zusammenhang, ist ja auch scheißegal. Der Punkt ist, in der Serie gab es Menschen, diese hier, die haben sich dann mit den Transformers vereint, um dem eine Superkraft zu geben. Und dann ging es halt rund. Ist ja auch schnurzpupegal. Das ist auf jeden Fall der Optimus Prime, mit dem ich als Kind gespielt hatte. Ich bin mir jetzt spontan gerade gar nicht mehr sicher, ob ich den mal selbst besessen habe. Fakt ist auf jeden Fall, ich hatte einen Schulfreund und der hatte den und der war auf jeden Fall oft in meinen Händen beim Transformers-Spiel. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie dieser Optimus Prime zerstört wurde durch ein rückwärts fahrendes Auto. Aber so viel dazu, zu dem Background. Also diese Figur weckt sehr, sehr viele Erinnerungen in mir und bedeutet mir auch viel. Der Knaller an sich ist jetzt eigentlich, also zum Preis kann ich so viel sagen, mit Versand bin ich gerade mal über die dreistellige Summe gerutscht. Ob das jetzt viel ist oder wenig, muss jeder selbst für sich wissen. Für mich war es das wert, denn die Box ist in einem absoluten Hammerzustand. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Note 1, aber eine 2 oder eine sehr gute 2 würde ich das schon mal bezeichnen. Wir haben hier kaum Abnutzungserscheinungen, keinerlei Knicke. Das Einzige ist hier hinten durch das Bewegen dieses überstehenden Pappteils, dass man hier eine Gebrauchsspur sieht. Und ansonsten ist das Teil von außen absolute Spitze. Und so habe ich dieses Teil auch noch nicht auf eBay gesehen, die Verpackung. Es gibt hier und da ein Power Master Optimus Prime mit Verpackung auf eBay, eBay.com und was es alles gibt. Ich habe geguckt. Manchmal gucke ich halt einfach nach Sachen, die mich so mal interessieren, spontan. Es gibt hier und da eine Verpackung, aber alle haben irgendwie äußerlich deutliche Gebrauchsspuren, nennen wir es mal so. Und dementsprechend bin ich happy über diesen Zustand der Verpackung. Und ich werde mir das Teil auch definitiv
in einen Case stellen, sprich ich werde es, diese Sora Cases, so wie man es von diesen Ava-Crate Plexiglas, Acrylglas Teilen denkt, also ich werde mir auf jeden Fall leider wohl eine Maßanfertigung machen lassen für das Teil und mir es dann ins Regal stellen, das werde ich auf jeden Fall in Ehren halten. Okay, man muss jetzt natürlich auch ehrlicherweise sagen, die Figur ist jetzt nicht meint, also ist nicht unbespielt, das ist eine bespielte Figur. Ich habe es jetzt schon auf den Bildern gesehen, man wird das gleich sehen. Aufkleber ein bisschen, wie nennt man das? Man sieht an den Aufklebern, dass die Figur bespielt ist. Es ist auch an einer Stelle ein kleines Teil abgebrochen, was wohl bei mehreren Figuren der Fall ist, aber Gott sei Dank nicht die Anhängerhaltung, weil sonst hätte ich das Teil nicht gekauft. Und ich mache es jetzt einfach mal auf. Ich verzeih es mir, wenn ich jetzt irgendwie übervorsichtig bin. Aber ich will jetzt auch jetzt gleich irgendwie nichts zerstören oder kaputt machen. Ich glaube, die Anleitung dürften auch fehlen, aber wie gesagt, wer so ein Teil im unbespielten Zustand haben will, all inklusive, was dabei war, ich will nicht wissen, was man dafür hinlegt. So, wir haben hier auch noch so, na gut, Schutzdinger hier. Ich versuche das jetzt mal so in die Kamera zu halten. So sieht das Ganze aus. Es ist alles vollständig auf jeden Fall. Es ist das Styroporteil enthalten, wie es aussieht, auch sogar unbeschädigt. Und ja, ich habe jetzt eigentlich ein bisschen Schiss, das Teil rauszuholen. Denn ja, das Verwandeln war immer so eine Sache bei allen Transformers allgemein. Bevor ich jetzt loslege, das Teil hier mal auszupacken, muss ich natürlich noch ganz kurz ein Wort verlieren zu diesen alten Transformers-Figuren. Also die haben es ja teilweise früher wirklich geschafft, die Transformers im Fahrzeugmodus gut aussehen zu lassen. Aber aufgrund der wahrscheinlich damaligen technischen Möglichkeiten, ja, waren die Transformers im Roboterzustand meistens nicht so hübsch. Ziemlich klopprig, eckig, teilweise überhaupt keine Ähnlichkeit mit den Charakteren aus dem TV-Programm. Aber naja, gut. Vor allen Dingen die Größenverhältnisse damals, die waren dann teilweise ja mehr als lächerlich. Wenn man jetzt hier so einen Power Master Optimus Prime nimmt im Power Master Zustand und nebendran so einen kleinen Devastator bestehend aus 6 Transformers, der dann immer nur noch gefühlt halb so groß ist, dann naja. War halt damals so. Mittlerweile gibt es ja 1000 Neuauflagen, die so ein bisschen an die alten Charaktere angelehnt sind und die sind wirklich super, auch gerade die Masterpiece-Reihe. Würde ich mir alles kaufen, wenn ich Platz hätte und Geld hätte. So muss es bei einzelnen Stücken bleiben. Okay, so, jetzt muss ich mal aufpassen, der Anhänger ist eingeloggt im LKW, das heißt, ich muss alles zusammen rausholen und aufpassen, dass ich nichts abbreche. Und das ist eine Herausforderung für sich. Aber es geht. Oh, ich habe so Schiss, dieses Teil abzubrechen. So, erstmal. Oh ja, geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Stellen wir das mal kurz zur Seite. Das Problem ist einfach, hier unten dieses Teil, die Anhängerkupplung, die ist bei so vielen Teilen abgebrochen. Und was bringt mir eine abgebrochene Anhängerkupplung? Also man sieht schon, ich weiß nicht, ich halte das mal ein bisschen weiter hinter, damit man es besser sieht. Man sieht schon, es ist im Prinzip ist es primitiv. Ne? Also wie es halt früher war. Man sieht hier sogar noch hier oben die Hände. Egal, so war es halt früher. Das hier ist der Optimus Prime in seinem normalen Truck-Zustand. Den dürfte ich sogar noch wissen, wie man ihn transformiert. Da müsste man, glaube ich, hier so etwas biegen. Wir sehen auch hier unten, ich weiß gar nicht, was hier ursprünglich war. Also hier unten ist was abgebrochen. Ja, den habe ich schon auf ziemlich vielen Bildern gesehen. So, man knickt die Beine. Man macht das hier auseinander. Hier dürfte der... Ja, wie geht denn das hier? Hey, komm mal raus, du Kopf.
Aber ich krieg den Kopf nicht raus. Alter, gibt's da einen Trick? So, hier ist der Kopf. Und hier sind die Arme. Ja, hier sind die Arme. So, und das war unser Optimus Prime damals, wie man ihn aus der Serie kannte. Also wir hatten keinen G1 Optimus Prime, wir hatten den hier. Und ich muss auch sagen, der Optimus Prime gefällt mir auch besser als gleich, wenn man ihn in diesen Powermaster Optimus Prime verwandelt. Er gefällt mir auch besser als der G1 Generation 1 Optimus Prime. Ich gucke gerade, ob man hier unten... Kann man das noch auseinander machen? Ich weiß nicht, ob man die Beine jetzt noch auseinander macht. So, und das war... Hier hat man diese Mannequin-Figur. Die wurde einfach hier so... Ne, Beine auseinander. So konnte man die dann hier hinten in dieses Teil reindrücken. Ich hoffe, das klappt jetzt überhaupt im Video. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich will nichts kaputt machen. Ah ja. So, durch dieses Ding hat er dann so super Energie nochmal. Und dann konnte man das Ganze nochmal verwandeln in den Power Master Optimus Prime. Also, was ich jetzt nicht... Also den Trailer hier, den Anhänger, den kann man erstmal in so eine Art Mini-Base verwandeln. Aber ich habe jetzt absolut keine Ahnung, wie das geht. Soll ich es mal versuchen? Ich versuche es mal, aber ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, erstmal muss dieses Teil... Das ist hier immer. Guck mal, das Teil wird gelöst. Ich will auch absolut nichts kaputt machen. Ich habe so Schiss. Hier, das sind die Beine. Ich verwandle den jetzt eher mal in Power Master Optimus Prime. Base habe ich jetzt noch nicht so drauf. Also man kann diesen Anhänger so auf jeden Fall umbauen. Jetzt muss ich mal überlegen, wie das hier war. Der kam, glaube ich, so rein. Umknicken. Hier reinsetzen. Oh Gott, steh mir bei. Hör das so rein. Oh ja, das klappt schon mal. So reinsetzen. Dann nimmt man diesen größeren Einzelkopf, setzt den hier oben drauf. Und dann ist man im Prinzip schon fertig. Man hat hier noch Blaster. Und diese Blaster kann der normale Optimus Prime halten und der normale. Das heißt, der bekommt dann hier einen Blaster und dann gibt es noch zwei größere. Ich glaube, da kommt auch theoretisch, kann da die Figur rein. Die werden dann hier in dem Zustand einfach so an die Seite dran gemacht. Und dann haben wir den Power Master Optimus Prime, ein Riesenteil, der natürlich die Stärke und die Macht von Optimus Prime optimal darstellt. Denn gerade zur damaligen Zeit hast du Transformer gehabt, die waren dann, die gingen dem hier gerade so, die waren dann so groß. Und wie gesagt, die Combiners, weiß ich nicht mehr, die waren vielleicht so, also die waren immer noch um einiges kleiner und schmächtiger als das Teil. Und rein theoretisch hättest du ja mit dem hier alles weghauen können. Das müsste jetzt, glaube ich, auch möglich sein. Ich probiere das gerade mal aus. Den Blaster. Ah ja, genau. So kann man es auch machen. Und dann macht man es halt so. Ja, man kann auch den Doppelblaster hier auf die Hand machen und das andere hier hin. Früher war der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das war eigentlich die Figur. Und ich kann jetzt nochmal versuchen, ich weiß es nicht, ob ich es jetzt hinkriege mit der Base. Die Base habe ich ehrlich gesagt, soweit ich mich erinnern kann, nie benutzt. Im Werbeclip hat man ja gesehen, dass es als eigenständiges Anti-Air-sonst was benutzt werden kann. Dann haben wir den Optimus hier wieder raus. Ich hoffe, es bleibt alles heil.
So, wie wurde dieses Teil jetzt zerlegt? Ich weiß, dass die Beine umgeknickt wurden. Aber ich mache das erstmal wieder rückgängig hier. So. Ich weiß, dass die Beine rückgängig gemacht wurden. Und aus irgendeinem Grund. So. Ah ja, okay. Beine auseinander, ohne was kaputt zu machen. Boah, man hat so Schiss, sobald es da ein bisschen hakt, weiter zu drücken bei diesem alten Spielzeug. Komm schon, okay. So, wir haben das so. Aufklappen. 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 Aha. Aufklappen. So. Irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Und die Hände wurden dann auch irgendwie benutzt, glaube ich. Oder so. Wie ist denn auf der Box abgebildet? Auf der Box sind die Arme einfach nach oben gerichtet. Ja, auf der Box sind die Arme eigentlich nur nach oben gerichtet. Laser rein. Laser rein. Und dann hat man hier noch den Blaster. Und den Blaster. So. Und das ist die Base. Anti-Aircraft, was auch immer für eine Base. Und theoretisch, ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht oder keine Ahnung, müsste jetzt eigentlich der Optimus Prime da so reinstellen gehen. Was eigentlich nicht viel Sinn ergibt bei der Größe der Base. Fertig. Und das ist etwas, worüber ich mich jetzt wirklich sehr gefreut habe. Und wie gesagt, die meisten Aufkleber sind auch noch super Zustand. Ne? Klar, merkt man hier ein bisschen, eine kleine Ecke umgeknickt und hier und da. Also für den einen oder anderen wird das jetzt kein Mainzustand sein, also kein unbespielter Zustand. Auch jetzt, klar, mit diesem Ding was abgebrochen, aber es ist mir jetzt völlig Schnuppe. Völlig Schnuppe. Also normalerweise, sage ich mal, so ein Powermaster Optimus Prime ist bei eBay so für 60€ drin, ohne Verpackung. Und sobald eine Verpackung dabei ist, geht es gleich hoch, der Preis. Und in dem Zustand traumhaft, traumhafter Zustand der Verpackung. Und ich werde dann nachher auf jeden Fall gleich gucken, wie ich mir da die maßgefertigte Box, Acrylbox anfertigen lassen kann. Die ist meistens für diese He-Man-Figuren meistens schon Standardgrößen, aber für andere Boxen muss man dann eine Maßanfertigung machen lassen. Dass da auch gar nichts mehr dran kommt, gar nichts mehr dran kommt. Und das war's dann in diesem Video über den Powermaster Optimus Prime aus dem Jahr 1987. Da wurde das Ganze veröffentlicht. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht eine Erinnerung wieder hineinzaubern. Und erinnert euch an dieses Spielzeug. Haut's auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr den vielleicht auch damals sogar hattet. Oder ob ihr überhaupt nicht mit den Transformers gespielt hattet, denn die Transformers waren bei mir neben Mask und den He-Man-Figuren eigentlich das Spielzeug meiner Kindheit. Also die Top 3 bei mir auf jeden Fall immer Mask, He-Man, Transformers. Und mir ist dadurch im Vorfeld eine coole Idee gekommen, eine kleine Talkrunde ist übertrieben, aber ich werde ein Video machen mit den Actionfiguren meiner Kindheit und vielleicht eurer Kindheit, und vielleicht sehen wir uns auch in dem Video wieder und können ein bisschen diskutieren in den Kommentaren. Und bis dahin sage ich tschö und bedanke mich recht herzlich, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr meine Erinnerungen teilt und euch meine Erinnerungen anschaut, und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video.